Schwierig. Ich folge mal dieser Leitung hier. Die führt hier hin, ja. Toll. Was haben wir denn dann hier noch? So, machen wir hier noch das Ding hoch. Nochmal. Das hier vielleicht ganz langsam. Ach, das rüttelt so. Okay, what the fuck? Ich glaube, da muss ich mal kurz im Lösungsbuch nachschlagen. So, dann mache ich das doch ganz kurz. Ihr habt da dann nur ein Black Screen, aber das sollte ja passen. So, jetzt hier Google. Sieb Kapitel 6 Lösung. So, weil ich komme selber da wirklich nicht drauf. Nein, was für Kapitel 5? Ach, ich habe Kapitel 5. Kapitel 6, bitte. Nimm mal Talkies aus. So. An. So, wo haben wir es denn? Hier zum Südende der Truhe benutzt das Schloss von oben nach was? Da steht zumindest erstmal nichts richtig drin. Haben wir hier. Ach, hier haben wir noch mehr. Nein, das wollen wir nicht. Begib dich zum Zeremoniekammer. Sind wir da nicht? Nee. Für den Geheimgang zum Labor des Braunsommer, begib dich hinunter ins Labor, beschaffe dir, oh, da sind wir. Geht vor dem Kessel links nach unten und zieh den Hebel, um die Maschine anzuschalten, haben wir gemacht. Geht wieder nach oben, weiter an den Kontrollen der Maschine vorbei, bis ganz nach oben, haben wir gemacht, schießt, ja, haben wir gemacht. Halte bei dem Gerät nach dem Riss im Glas Ausschau und benutzt das linke Ventil, um die Ringe zu platzieren, dass sich der Riss zwischen ihnen befindet. Habt ihr alles richtig gemacht? Fängt der Maschine an zu vibrieren, nutzt dann das rechte Ventil, um die Geschwindigkeit des Rings zu erhöhen. Dadurch bildet ein Riss zum linken Ventil und wiederholt das Ganze mit dem zweiten Riss. Wiederholt das anschließend auch nochmal mit einem dritten Riss, bis schließlich das Glas bricht. Geht zu. What the fuck, und das soll man wissen? Alter. Okay. Gut. Dann machen wir das doch. Dann würde ich mal sagen. Gehen wir hoch. So, das ist ganz schnell. Breite die Spoiler aus. Wenn ich an den richtigen Stellen ansetze, kann ich das Ding knacken. So. Langsamer machen, oder? Ja. Sehr nice. So, jetzt muss aber reißen. Jawohl, ja. Ganz geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal da nach unten. Und holen uns diesen Stein. Das Heilmittel! Nimm ihr Blut!
Okay, nice. Entkommen dem Anwesen. Machen wir doch direkt, wir haben einen neuen Fokuspunkt erhalten. Alter. Was ist das? Der Meisterdieb? Komm ich ungelegen? Wie ungeschickt, verzeih mir. Seit unserem ersten Treffen bin ich etwas ungelenk auf diesem Fuß. Früher tauchte man Hände von Dieben in heißen Teer, Garrett. Aber deine stelle ich mir auf den Kamin. Hammergeil. Hammeraktion von Garrett, ganz ehrlich. Hammergeil. So. Jetzt müssen wir da rauskommen aus dem Kackladen wieder. Die Rohre münden unter der Brücke in den Fluss. Ne, das sind richtig, weil gerade sind sie mir falsch gelaufen, aber ich glaube, das war schon so richtig. So. Alter. Die Götzen haben Spuren hinterlassen. Wird nicht leicht, über die Brücke zu kommen. Da drüben gibt es irgendwie was. Ah, oh mein geil. Easy going. Ach, das war noch gar nicht so. Ja, Sigi. Ja, klar. Ich springe ins Wasser und bin tot. Na klar. So, wir sind da. Ist hier. So. Lol. Und jetzt hier. Alter, what the fuck. Lol, sind wir nicht gerade in der Stadt? So, wo müssen wir denn jetzt? Hier können wir hoch. So, danke für das Seil. Aufhängen, super von euch Jungs. Oh, nice. Wir haben keinen Fokus mehr, das ist nicht gut. Wir haben aber auch keine Mondblume mehr. Das ist noch behinderter. Lol. Okay, wieder auf die Dächer. Das Dach könnte jeden Moment einstürzen. Ha! Okay, und drin sind wir. So. Gehen mal wieder Radio auf. Man ist gerade mal wieder auf den Dächern. So, durch. Dann nur noch weg. Hä? Lasst mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan!
Lol. Dammit! Alter! Hammer geil! So. What the fuck, und jetzt? Es kann auf jeden Fall auch einmal wieder drauf. Super. Ich möchte nicht hier sein, wenn dieser Teil der Brücke einstürzt. Ja. Vielleicht sollte ich oben gehen. So. Nahrung. Sehr gut. Ach, das ist doch die große Brücke. Für Vorsicht ist keine Zeit. Ich muss mich beeilen. Ach, die schützt auch ein wie die Brücke bei. Das schützt die Brücke nämlich auch zum Schluss ein. Spoiler. Das war absolut vorgelaufen. Ich muss über einiges nachdenken. So, hammergeil, wir haben es abgeschlossen. Jäger, du hast keine aggressiven Aktionen gescheut und deinen Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Ja, hammergeil. So. Fortfahren. Hat sie es jetzt aufgehängt? Ja, hat sich kurz aufgehängt, jetzt geht's weiter. So. Etwas später. So. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Und ja. Etwas in dir ist anders, Kind der Schatten. Die Balance der Urkraft ist weg. Sie hat mit dir gesprochen, doch du hast nicht zugehört. Du meinst Aaron? Der Unfall erfüllte sie nicht nur mit Urkraft, sondern mit der Stadt selbst. Stirbt sie, solange die Urkraft in ihr ist, stirbt auch die Stadt. Sie wird vergehen, als hätte sie nie existiert. Der Baron dachte, mit allen Teilen kann er ihr die Urkraft entreißen. Mit allen Teilen? Ja. Und du hast das Fehlende gesehen. Denk nach. Orion. Du musst in die Kathedrale. Sobald du Orion das fehlende Teil gestohlen hast, musst du Aaron von der Urkraft befreien. Ohne sie zu töten. Deine Stadt braucht dich, Garrett. Ich bin kein Heiland.